Herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus. Es wird wieder trashig. Heute geht es nochmal um das Drama zwischen Georgina Fleur und ihrer Mutter. Und das geht schon wieder in die nächste Runde. Denn diesmal packt die Mutter nochmal über Georgina Fleur und generell über ihre Situation aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist die Person zuwider. Und sie versteht anscheinend überhaupt nicht, dass alle drei Töchter, ja, sie hat wohl drei Töchter, mit keiner hat sie anscheinend ein gutes Verhältnis. Alle haben anscheinend keinen Bock auf sie. Alle haben ja grundsätzlich mit ihr anscheinend ein großes Problem und sie versteht das überhaupt nicht. Für sie ist der Muttertag, der ja am Sonntag war, auch immer ein Trauertag und sie weiß ja gar nicht, wie ihr überhaupt geschehen ist und sie wollte ja eigentlich immer nur Influencerin werden und ja, sie ist sich anscheinend keiner Schuld bewusst, tratscht dort intimste Dinge aus, wie zum Beispiel Zahnhygiene der eigenen Enkeltochter. Und sie hat ja die Bilder und die Videos nur geteilt, weil sie ja zeigen wollte, dass das Kind unbeschwert ist, aber auch auf die Zahnhygiene ja, hinweisen wollte. Also da könnte ich die schon Ohrfeigen für. Also wenn ich jetzt der Vater wäre von dem Kind, da würde ich sagen, die alte Schreckschraube, ja, die kommt hier nicht mehr ins Haus, Georgina. Die hat ja wohl einen absoluten Sockenschuss, hier das Kind zu filmen und hier noch hochzuladen, ja, und dann noch über die Zahnhygiene vom Kind hier sich zu äußern. Also, wo kommen wir denn da hin? So nur nicht. Ja, also das kann sie uns ja gerne als Eltern sagen, aber hier nun hier vor Hunderttausenden, das ist ja wohl das Allerletzte. Also die hätte bei mir Hausverbot. Ihr könnt ja mal ein Hausverbot unten reinschreiben, wenn die bei euch auch Hausverbot hätte. Denn die hat für mich ganz komische Züge und ganz eklige Vibes. Und wenn alle drei Töchter mit der irgendwie keinen Bock haben zu reden, dann zeigt das auch eine deutliche Sprache. Und das, was ich jetzt an wenigen Fetzen von ihr überhaupt mitbekommen habe, hat mir auch schon gereicht zu sagen, irgendwie triggert die mich und irgendwie strahlt die was ganz Negatives aus und ich hätte auch keinen Bock auf die. Ja, das ist jetzt nur meine Meinung, ihr könnt mal unten reinschreiben, wie ihr das seht und Hausverbot unten rein posten, wenn sie euch auch komisch vorkommt. Aber seht erstmal selbst, was sie jetzt da so tratscht. Muttertag ist ja schon seit vielen Jahren für mich ein Trauertag. Das ist leider so und ich weiß bis heute nicht, warum es so ist. Meine drei Töchter, Elisabeth, Georgina und Valerie, können das sicher erklären, aber sie wollen es nicht. So, warum ich jetzt hier aufgetaucht bin auf Instagram. Ich wollte seit vielen Jahren Influencerin werden, aber ich durfte nicht. Und ich hatte ja immer die alten Handys von meinen Kindern. Bis November dieses iPhone 6 mit einem alten Betriebssystem. Und da ist immer noch mein Postfach drauf, gertibulovius@gmail.com. Apple rückt es nicht raus. Und noch viele Fotos und ich komme da gar nicht mehr dran. Und nur weil das gar nicht mehr ging, hat mir meine Tochter Georgina dieses refurbed iPhone 6S, 3 Jahre alt, praktisch zu Weihnachten geschenkt. Darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Ich habe die Tochter meiner die Bilder meiner Enkeltochter ins Netz gegeben, damit man sieht, dass es dieses Kind auch glücklich sein kann, wenn ich bei ihm bin. An dem lachenden Kind sieht man aber auch deutlich die mangelnde Zahngesundheit durch Vernachlässigung der Mutter und des ständig wechselndes Betreuungspersonals. Der Vater ist ja leider nicht da. Ich habe zu dem Kubi keinen Kontakt. Und das ist, dass du dich nicht meldest, Kubi, ist wirklich das Allerletzte. Vielleicht denkst du ja, die beiden sollen sich zerfleischen und wenn sie am Boden liegen, dann hole ich mir meine Tochter. Aber so geht's eigentlich nicht. Du hättest längst für Frieden hier sorgen können, denn du hast als Vater da auch ein Mitspracherecht. Weil so ein kleines Kind sollte man schon festhalten, ja? Und bei der Georgina ist es leider so, dass sie es nicht erträgt, wenn ihr Kind in meiner Gegenwart glücklich ist, weil sie mich nicht erträgt. Meine Tochter hasst mich.
Das ist schon seit fast 20 Jahren so. Ich weiß nicht, wo das herkam. Also das ist wirklich schlimm. Und mir tut es auch weh. Ich ertrage das, diesen Schmerz nicht. Und es ist klar, dass ich meine Enkeltochter nicht mehr sehen kann, weil meine Tochter mich hasst. Sie kann da einfach nicht über ihren Schatten springen. Ich weiß das seit 1. Januar, seit Neujahr. Da hat sie es mir dann 10 Tage lang jeden Tag gesagt. Sie ist so froh, wenn ihre Nanny wiederkommt, wenn ich weg bin. Und das musste ich mir jeden Tag anhören, bis ich dann endlich angefangen habe zu heulen. Und das Kind hat diesen Psychoterror mitbekommen. Also ich muss allein zum Schutze der Kleinen, geht ja auch gar nicht. Also ich kann ja gar nicht nach Dubai fliegen, ja. Georgina hat mich mehrmals einfliegen lassen. Holzklasse, kann man nichts sagen. Und 100 Dirham am Tag zum Essen kaufen reicht ja auch. Wir müssen ja nicht essen gehen. Ich habe eine schöne Zeit mit meiner Enkeltochter verbracht. Und es war auch gut, dass ich bei ihr war. Obwohl das zu meinem eigenen... Ich werde hier verhöhnt und verspottet und beschimpft. Und es ist mir scheißegal. Denn die meisten Leute hier auf Instagram sind sehr vernünftig und reflektiert und überlegen mit mir, wo da die Lösung ist. Oder machen sich Gedanken zumindest darüber. Denn meine Tochter ist krank, die braucht Hilfe. Und vor allen Dingen braucht das kleine Kind, ihre kleine Tochter braucht Hilfe. Ich war lang genug da. Ich hab's immer wieder versucht. Meine Tochter hört nicht auf mich. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Also sag ich's öffentlich, wie es ist. Irgendjemand muss was machen. Ich weiß nicht wer. Der liebe Gott war irgendwie nicht da. Also bitte. Vielleicht kann RTL sie zur Vernunft bringen. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Man kann ja von Georgina Fleur halten, was man will. Und klar hat die auch ihre Skandale und ich fand da auch viele schwierig. Ich habe hier dutzende Videos zu ihr auch in der Vergangenheit gemacht und sie auch zu Recht, wie ich finde, kritisiert. Gerade die Beziehung mit Kubi war sehr toxisch und fürchterlich mit einem Skandal nach dem anderen. Also schaut gerne die alten Videos auch durch, da sind einige Perlen für euch auch aufgearbeitet, aber... Diese Frau Mama, ja, die sich anscheinend, und das ist sehr typisch für diesen Menschenschlag, keinerlei Schuld bewusst ist und immer die Schuld bei anderen sucht und im Prinzip immer auch eine Art von Gaslighting betreibt, indem sie dann ja gar nicht die eigenen Fehler erkennt, sondern nur ja die aktuelle Situation und das Handeln des Gegenübers kritisiert, aber gar nicht versteht, warum die dann so handeln. Also immer so ein bisschen sinnbefreit dort argumentiert. Denn, wie gesagt, die Zahnhygiene von der eigenen Enkeltochter zu kritisieren oder generell die Art und Weise der Tochter mit der Enkeltochter umzugehen, das ist ja vielleicht noch im konstruktiven Rahmen völlig in Ordnung. Privat. Aber in der Öffentlichkeit hat das, finde ich, nichts zu suchen und das ist eine Grenzüberschreitung, die für mich ausreichen würde als Sohn, ja, oder Schwiegersohn oder als Tochter in ihrem Fall zu sagen, also mit dir habe ich keinen Bock mehr auf Kontakt. Und sie spricht ja da auch von Hass und ich kann mir vorstellen, wenn die immer so drauf ist, dass man auch wirklich eine Person hassen lernt. Denn wenn man immer nur klein gehalten wird oder eklige Methoden angewendet werden gegenüber einem und nichts ja, an Dankbarkeit rüberkommt und immer nur genommen wird und sie spricht ja auch von Holzklasse, also dann zahl doch selber dein erstes Klasse-Ticket. Also hast doch selber ja, anscheinend kein Geld für die erste Klasse und so ein Flug erste Klasse kostet auch immens viel Geld. Auch Business ist jetzt nicht so ganz günstig und selbst so ein Flug in der normalen Klasse mit den ganz normalen Menschen, sie hält sich anscheinend für was Besseres, kostet auch ein paar hundert Euro hin und zurück nach Dubai und zurück, vielleicht sogar auch ein bisschen mehr, ich kenne mich mit den Preisen gar nicht aus, ihr könnt es gerne mal unten reinschreiben, aber ich denke mal ein paar hundert Euro wird das Minimum kosten und dann kann man doch nicht sich da hinsetzen und sagen, ja, mir wurde ja nicht die erste Klasse gegönnt und ich bin nur Champagner gewöhnt und ja, den kompletten Aufenthalt hat die auch nicht bezahlt und ich musste sogar mein Essen bezahlen. Also was ist denn mit der los? Hat die noch alle Latten am Zaun? Also für mich ist, also da werde ich irgendwie getriggert.
absolut widerwärtige Person. Ich bin so froh, dass ich nicht solche Eltern hatte, die so drauf waren wie diese Trulla da. Also ich bin da wirklich jetzt auch ein bisschen einseitig, aber sehr straight. Denn ich finde sowas nicht in Ordnung, dass man so private Dinge da nach außen trägt und rausposaunt und auf Kosten der eigenen Enkeltochter und welchen Samon erzählt, dass man auch privat hätte kritisieren können. Und selbst wenn sie das privat vorher kritisiert hat, dann heißt das nicht, dass sie das Recht dazu hat, das nochmal in die Öffentlichkeit zu tragen, nur um sich besser darzustellen. Ganz widerlich. Und das hat mich jetzt hier nochmal immens genervt. Das ist das nächste Update rund um Georgina Fleur und ihre Mutter. Ich glaube, das wird eine Never-Ending-Story und das könnte ja schon fast die Bachmann, den Wendler und den Zietlow hier ablösen demnächst. Also ich glaube, das wird hier noch größer werden, das ganze Thema. Ich finde es auf jeden Fall sehr schlimm und verwerflich, was die Mutter da treibt. Und ich würde der auch keine Bühne geben in Form von, dass ich sage, wie hier ihr Account heißt und so weiter. Die soll auch in Zukunft kein Geld mit ihrer Instagram-Seite verdienen, denn das hat sie auch vollkommen verdient, dass sie damit nichts verdient. Und fertig. Ja, ich verdiene übrigens auch mit Instagram keinen Cent. Für die Leute, die mir dann mal sagen, ja, du verdienst ja mit Instagram Geld. Also, nee, ist so nicht der Fall. Bis dann und ciao, ciao.